Ja, hallo und guten Morgen. Und von Deutschland geht es gleich weiter nach Österreich. Und wenn ich Ihnen sage St. Anton, dann werden jetzt bei einigen Skifahrern die Herzen höher schlagen, weil seit diesem Winter gibt es eine tolle Verbindung. Das heißt, man kann von St. Anton oben über den Gipfel nach Lech und kann dann komplett Lech wieder abfahren, wieder zurück nach St. Anton. Und neben mir steht mein langjähriger Freund und der Tourismusdirektor und Geschäftsführer von St. Anton, Martin Webster. Martin, herzlichen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, wo die ITB stressig ist. Aber Martin, du hast bestimmt ja schon, sagen wir mal, das genutzt und bist einmal mit dieser Bahn gefahren. Wie fährt sich die? Also erstens einmal Gratulation an dich, dass du dich so gut auskennst am Arlberg. Ich werde dich als Werbefachmann organisieren. Du hast vollkommen recht, diese Verbindung ist einfach ganz, ganz was Besonderes. Wir haben ja über viele Jahrzehnte die Verbindung zwischen Lech und St. Anton mit Bussen geschafft, da wir ja immer als Arlberg schon gemeinsam unterwegs waren. Aber jetzt mit dieser neuen Bahn, das ist sensationell. Besser hätten sie es nicht machen können. Es sind ja eigentlich 4 neue Bahnen. Und wenn man da drin sitzt und sozusagen von der St. Antoner Seite hinüberfährt zur Zürcher Lecher Seite, da sieht man erst, wie wunderschön und groß dieses Gebiet ist. Und ich habe nicht nur die Bahn ausgenutzt, sondern es gibt ja auch eine Runde, den Run of Fame, wo man an einem Tag, ein guter Skifahrer schafft es durchaus in einem Tag, die gesamte Runde von St. Anton, vom südlichsten Punkt in St. Anton bis zum nördlichsten Punkt in Wart abfahren kann, kommt da weit über 60 Kilometer an Skifahren, fast 20.000 Höhenmeter, ein Traum. Du meinst mit dem guten Skifahrer Misch, vielen Dank für das Lob. Ja, also guter Skifahrer schafft es und dich kenne ich als guten Skifahrer, du schaffst es ganz locker. Genau. Martin, aber es geht weiter. Wir haben letztes Jahr eine wunderschöne Sendung mit dir gemacht. Wir haben auch eine Reise nach St. Anton verlohnt. Die Gewinner haben mich dreimal angerufen und haben gesagt, es war traumhaft schön, obwohl sie gerade mal nicht Skifahren konnten, weil er gerade auch krankheitsbedingt nicht so drauf war. Aber es ist ja immer was los in St. Anton und ich glaube, dieser Winter war, sagen wir, bis jetzt optimal und jetzt gehen wir langsam in den Frühling und da hast du wieder so ein Highlight, wo mir schon die Augen gedreht haben hier in Berlin. Ja, wir versuchen ja den Gästen den Frühlingsskilauf, den Sonnenskilauf näher zu bringen, weil oft, ich meine, ich bin jetzt da in Berlin und bin gestern gekommen und habe gesagt, man wundert sich nicht, dass die Leute den Schnee nicht mehr im Kopf haben, weil es da ja schon schön langsam anfängt grün zu werden, aber in den Bergen ist zurzeit einfach absolut traumhaft und es gibt ja kaum eine schönere Zeit, als dann im März, Ende März oder im April hinein in der Früh Skifahren zu gehen und mittags sich dann in die Sonne zu legen und die Berge zu genießen und da bauen wir immer ein bisschen sowas drumherum und eines meiner und ich weiß es auch eines deiner Lieblingsevents, das ist das New Orleans Festival in St. Anton, das läuft unter dem Titel New Orleans Meets Snow und wir haben da diese wunderbaren Klänge, Dixieland, Jazz, Rhythm and Blues findet man überall auf den Bergen, aber auch im Ort herunten. Eine Marching Band, so wie sie in New Orleans ist, die durch den Ort marschiert. Und eine wunderbare Blues Night in St. Anton am Arlberg am Samstag, am Abend, das ist Anfang April, 8. April glaube ich, mit einem Superstar aus New Orleans, Vastai Jackson und seine Band. Und der war heuer für den Grammy nominiert und freut sich schon sehr auf St. Anton. Du bist jetzt ein bisschen gemein, ne, zu mir. Ja, du darfst jederzeit kommen. Nein, das ist wirklich ganz gut. Und Wolfgang König, unser Musikexperte, der hat eben auch schon geschmunzelt, wenn er von Jazz und sonstigen Sachen hört. Aber für die Skiläufer, Jungs, wenn ihr noch gut drauf seid und die Wintersaison noch nicht zu Ende ist, die Mädels alle wieder zu Hause sind, die Reißverschlüsse wieder alle zu sind, dann solltet ihr eins machen, ein Wochenende in St. Anton und dann den weißen Rausch. Und wenn ihr den geschafft habt, dann könnt ihr sagen, ich kann Skifahren, oder? Ja, ich muss gleich, wenn du jetzt da so großartig die Jungs einlädst, die Mädels bleiben nicht zu Hause, ich lade die Mädels dazu ein, weil wir haben extrem tolle Skifahrerinnen natürlich auch, aber der weiße Rausch, wie du gesagt hast, das ist etwas vom Verrücktesten und Wildesten, was man machen kann. Das ist heuer der vorletzte Tag der Saison, am 22. April. Das wildeste Skirennen der Welt, würde ich sagen. 555 Teilnehmer starten auf 2700 Meter Höhe, alle gemeinsam Richtung St. Anton auf unpräparierter Frühlingsschneepiste. Wer als Erster unten ist, hat das Rennen gewonnen, aber jeder, der noch ins Ziel kommt, hat über sich selbst gewonnen. Genau, das ist nämlich schon mal unpräpariert und Kreativschnee und Sulzschnee und was es alles so dazu gibt. Also das ist schon nicht so ganz einfach. Also Martin, ich gucke mal und gucke, dass ich mein Taschengeld zusammenkriege, dann würde ich sagen, Chess Festival,
der Knaller. Ich komme und dann trinken wir ein. Und vielen Dank, dass du hier warst. Und wir sehen uns in St. Anton. Liebe Zuschauer, und Sie sollten es einfach machen, ob Sie im Sommer oder Winter, wenn Sie auch immer vorbeifahren, machen Sie einen Stopp. Gehen Sie einfach mal in St. Anton und trinken einen Kaffee oder einen Schnapsel oder was auch immer. Und schauen Sie es an und genießen Sie es. Und fahren Sie einmal von St. Anton nach Lech und wieder zurück mit der neuen Bahn und fahren Sie Ski. Und dann werden Sie mir recht geben, wie toll das ist. Martin, nochmal herzlichen Dank. Alles Gute. Danke.